So, wir haben den Kunstraum erfolgreich gemeistert. Und alles gegessen. Und sind jetzt auf zum letzten Raum, ne? Und zwar für den Hörsaal. Können wir nochmal die Karte zeigen? Genau. Und zwar wir haben ja angefangen im Klassenzimmer, dann in die Abstellkammer, in den Flur, zweiter Klassenzimmer. Dann auf die Toilette, wo wir vom Wasser reingetrollt wurden. Danach auf durch den Flur in den Chemieraum mit den dreckigen Reagenzgläsern. Und an das Rätsel im Musikraum erinnert ihr euch bestimmt noch, wie lange wir dafür gebraucht haben. Danach ging es auf ins Lehrerzimmer und wieder zurück, um die Aufsätze zu finden. Und letztendlich eben die Kunst. Jetzt bin ich gespannt. Genau, jetzt geht's in den Hörsaal. Ja. Das hört sich richtig unimäßig schon an. Hörsaal. Ja, aber es gibt genug Schwulen, wo auch im Hörsaal ist. Meine ich, unsere Schwulen. So. Nein, die gehört ja nicht mir, also. Okay. Ach du meine Güte. Wie war das noch mit einem typischen Mittel? Das meinte ich damit nicht. Speichernummer. Bisschen leise hier. Ja. Stimmt, kommen jetzt so flackernde Bilder oder sowas. Wenn man wird verfolgt. Von irgendeinem Quest. Hilfe. Ich renne mal nicht. Nicht, dass nachher irgendwie. Nee. Ich sollte. Das Spiel sollte auf alles vorbereitet sein. Dann kannst du auch ruhig rennen. Nee, darum geht's nicht. Da ist auch ein Ventilator. Okay. Na gut. Genau, hinter uns hin. Wenn das nicht so heißt. So, dann wollen wir mal anfangen. Eine Tafel. Eine Tafel. Was macht der Folge schon? Das ist echt der Strafplatz, oder? Eine Puppe. Oh. Ich hab's. Und Blut. Sauber wie immer. Ja, die Tafel schon. Was? Pläne für die heutige Stunde. Morse-Alphabet als Beispiel der Kodierung und Dekodierung. Ja. Ich geh jetzt erstmal durch. Ja. Mühselige Arbeit. Du weißt ja nie. Genau, heb dir oben die Puppe zum Schluss auf. Wie gut, wie du das hier mit den Schatten, wie quasi die verschiedenen Etagen gemacht hast. Ja, nämlich von hinten gibt es nicht wirklich Sprites, um das zu zeigen. Dass es von hinten oben nach vorne nach unten geht. Sondern eher umgekehrt mit Treppen. Ich denke, oh, ja, und Essen. Oh. Eine gut ausgestattete Schule mit so vielen Laptops. Ist doch schön. Boah, ist das ein Papier. Schwarzer Fleck vor allem. Das ist ein Riss im Boden. Achso, ja. Also, Riss ist ja schon wirklich. Riss. Wave. Mach ich ja richtig. So. Erstmal das Whiteboard, ne? Whiteboard waren die Pläne. Aber wir haben ein Tagebuch. Was steht da wohl jetzt drin? Das werden wir uns mal anschauen. Teil 3. Ist schon wieder 20 August. Okay. Sie kommen. Ich habe ihr Flüstern. Das groß geschrieben sein sollte. Schon vor langer Zeit gehört. Jetzt jedoch wird es zu einem Kampfgebrüll. Wie war es noch? They fight? Das stimmt. Ne? Sie entfliehen dem Jenseits. Hungrig auf unsere. Seele. Oh, der Schlüssel zu ihnen, das wissen sie alle genau, ist die unbändige Furcht der Menschen. Sie auszunutzen, wird es ihnen leichter. Muss einfach keine Angst haben und alles ist gut. Ja. Ich ja gesagt, es getan. Genau wie wir jetzt keine Angst haben. Annabelle steht. Genau, eine Annabelle. Ich glaube, Annabelle ist dann doch ein bisschen gruseliger. Oh Gott, naja, du bewegst dich nicht vor den Augen, ne? Okay. Na, du lieber Teddy, wie geht's? Oh, der Teddy ist tot. Hier bist du, Teddy, tot. Oh, ich kann mich bewegen. Speicher, am besten. Oh, das ist ein schwarzes Loch. Das schwarze Loch. Wir haben gar keine MP mehr. Was ist denn los? Hab ich nicht mehr geheilt? Oh, shit. Wir wollten heilen, stimmt. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Gucken wir mal in die Gegenstände, was wir noch haben. Ach, Mist. Wir können einen Trank nehmen, wir haben ja 4. Ja. Wollen wir? Welch Verschwendung. Ja, aber. Dann wirklich. So eine Verschwendung werdet ihr gleich bemerken. Sag nicht, wir werden jetzt geheilt.
Och nö. Morsecode, ich kann keinen Morsecode. Oh. Nicht im Ernst. Machst du mal, genau, bevor ich jetzt weitermache im Foto, falls du das irgendwie noch... Nicht im Ernst. Erwartest du, dass wir Morsecode können? Nö, dass ihr nachschaut, was das bedeutet. Oh Gott. Okay. Das wird sehr interessant für die Zuschauer. Genau. Während wir hier googeln. Tötli, willst du nicht eine schöne Geschichte erzählen? Ja, ich kann auch eine Geschichte erzählen. Also, ich kann eine Geschichte über das Spiel erzählen, vielleicht. Ja, okay. Ja, was kann ich denn so erzählen? Ja, was habe ich denn euch eben so erzählt? Was eigentlich schon so in die Richtung eines Tipps geht, aber. Naja, und zwar, einerseits kann man sagen, wenn man als Entwickler, das klingt jetzt so, als wäre ich was ganz anderes als ein Spieler, aber nein, wenn man ein Spiel entwickelt, dann sieht man das Spiel ganz anders als natürlich die Spieler. Ich kann das in 20 Minuten durchspielen, weil ich die Rätsel kenne. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Kämpfe aufgebaut sind, weil ich all die Geheimnisse kenne, die guten Items, wo sie zu finden sind. Und zum Beispiel weiß ich auch, dass man Random Encounters nur im Musikraum und im zweiten Teil des Flurs antreffen kann. Was man vielleicht erstmal herausfinden muss als Spieler. Ich weiß ganz genau, wann und wo der Bonusraum zu erreichen ist. Und was dort vorzufinden ist und was das für Auswirkungen haben kann. Ich weiß ganz genau, wie man den Final Boss am besten bekämpft. Wann man sich am besten heilen sollte und genau das macht es mir eben leicht. Und das lässt natürlich für mich keine große Spielerfahrung übrig, deswegen muss es unbedingt von anderen gespielt werden. Ich bin froh, dass Togo es gespielt hat, bevor ihr es jetzt gespielt habt, dass ich ein paar Fehler auslösen konnte. Im Chemieraum konnte man plötzlich auf den Wänden laufen, konnte man die dreckigen Gefäße mehrfach erhalten, wenn man nur oft genug die Gefäße runtergenommen hat und dann sich den Zettel wieder angesprochen hat. Beziehungsweise noch ein kleiner Fehler, der mit dem Bonusraum zu tun hat. Aber das werde ich eher sehen oder auch nicht, wenn die beiden hier es nicht schaffen, den Bonusraum zu finden. Und ich glaube, die sind auch so gut wie durch. Das ist jetzt auch ein S ist mit den drei Kurzen, naja, hinten schon. Also, ihr habt es rausgefunden. Okay. Also, was es übersetzt bedeutet, ist vier hinten von rechts. Ich nehme an, das wird der vierte Sitz von hinten rechts sein. Genau. Hinten also, der ist ja jetzt nicht schwer zu erraten. Und quasi 1, 2, 3, 4. Vier hinten von rechts. Ach so, 0, 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich so aus. Nee, aber die Computer. Nee, die Computer. Ah, die Computer, ja, okay, klar. Journal, ach, will noch ein Tagebuch. So, bis weiter nach vorne noch, dann geht es hier. 18. Sogar, das ist von der Vorher. Okay. Heute haben wieder ein paar Schüler den Unterricht gestört. Die Strafe ließ nicht auf sich warten. Ich habe sie in den Kunstraum gebracht und dann in Raum 11. Also ist die, von dem wir reden, Lehrerin? Ja, die, die das Tagebuch schreibt, ist die Lehrerin, ja. Also ja, dankst vor allem eher. Raum 11. Das haben wir ja rausgefunden. Und Raum 11 wird wohl der Bundesraum sein, oder? Wahrscheinlich. Wer weiß. So, Raum 11. Da ist wieder. Speichern wir mal. Ja. Und jetzt seht ihr, warum der Trank eine Verschwendung war. Ihr könnt den Raum verlassen. Aber sprecht vielleicht erstmal das Ding an. Na, jetzt haben wir eh. Sind wir eh voll. Dein Rätselraten mag ermüden. Doch wer durchhält, wird es sehen. Das Licht am Ende des Tunnels der Unwissenheit. Und zum Platze, des Platze des Königs, der Thron. Der Thron. Ja. Sofort. Also ich mach nochmal ein Bild, aber... Ich will das nochmal haben. Aber das war klar. Weil das war so merkwürdig, das muss den Grund haben. Tja. Dann gehen wir doch mal dahin. Oh je, ist auch noch so dunkel. Ein Zettel mit einer Quizfrage. Oh, jetzt muss... Gegen welches Wesen hast du als erstes gekämpft? Schlangengeister sind das, ne? Genau, von der zweiten Klasse zum Auswahl Schlangengeister. Jetzt aber zu. Okay. Na gut.
muss ja nicht alles immer unglaublich kompliziert und schwer sein. Nö, das ist halt das Ende. Außerdem wollte ich das Spiel mal endlich fertig gemacht haben. Flüchten. Vorder, mittlerer oder was? Gelenke, was? Wollen wir mal speichern? Wir haben immerhin eine Quizfrage gleich beantwortet. Das ist. Ja. Das können wir nie wieder schaffen. Wir aus dem Jenseits wollen doch nur eins: Seelen? Seelen, Das größte Missverständnis von allen. Wir wollen Spaß. Ihr Mensch versteht einfach nicht unseren Spaß. Spiele sind langweilig. Das hier nicht. Oh! Außer sie sind tödlich. Ich sehe das Gesicht von mir. Ich will aber nicht kämpfen. Wenn es kommt, ich will singen, dann mach ich mich tot. Der Geist ist mal letztendlich nur aus einem Grund hier. Um zu singen, ne? Aus Langeweile. Das war doch dieses mit der Fight, der Sing, das wäre sie gewesen. So der große Opfer. Sie wollen einfach singen. Du wagst es, aufmüpfig zu werden. Bitte schön, bitte einmal einen Applaus für die großartige Synchronisation. Yay. Yeah. Du weißt ganz genau, worauf wir wirklich aus sind. Es gibt kein Missverständnis, wir wollen nur eure Seele. Und wir haben alle bis auf eine. Ja, unsere. Deine. Eine ganz besondere Seele. Deine. Hat sich das Spiel aufgehängt? Ja, hat sich aufgehängt. Oh nein! Cliffhanger! Was sind denn die Worte? Nur, dass wir gespeichert haben, bevor ich die eigentlich war. Dann muss das Spiel, glaube ich, leider neu starten. Wir sehen uns gleich wieder. So. Wir haben alle bis auf eine. Und zwar eine ganz besondere Seele. Du willst nicht tatenlos dabei zusehen, wie alle Geister die Welt auslöschen? Du kannst uns nicht alle besiegen. Doch, können wir. Bestimmt. Aber versuche es ruhig. Gegen ihn. Der I. Das ist ein R mit Handlangern oder sowas in der Art. Der Boss. Gegen ihn kannst du niemals gewinnen. Wenn du bereit bist, dich dem großen Geist zu stellen, dann... Jetzt kommt gleich so ein Plüschhäschen. Suche den Stein. Ganz und gar nicht poetisch oder kryptisch. Sehr direkt, so wie es mir gefällt. Bereite dich ruhig vor. Er wird mit Freuden dir deine Seele aus dem Leib reißen. Bereite dich besser gut vor. Ach, und schon beim Spiel ist immer vorbei. Und danach suche den Stein. So, erstmal jetzt speichern. Das erinnert mich so extrem an Harry Potter. Das war noch alles. Voldemort. Den Stein. Den Stein. Oh, nee. Erstmal nochmal ins Spielzimmer und dann mal gucken. Ja. Dann vorbereiten. Oh, ich dachte gerade, der hat sich aufgehangen. Ja, wirklich ins Spielzimmer selber, ne? Ja. Da ist ein Buch. Da ist ein Buch neben dem Engel. Tomo war erstmal blind, ich hab's nicht hinter. Ein Tagebuch. Das meinte der Geist also. Ja. Gucken, welches Datum das jetzt hat. 21. Also nach den ganzen Folgen. Die Schule ist verschlossen. Aber es gibt noch Hoffnung. Sie, die Fee des Diesseits, muss uns alle erretten. Nur sie kann die paranormalen Wesen besiegen, bezwingen und dem Tod entfliehen. Oh, Auserwählte, auserkoren von... Warte, ich höre etwas. Was ist das? Ein unheimliches violettes Licht. Wie von einer geisterhaften Laterne, der Laternenspuk. Es ist zu verlockend. Ich muss dorthin gehen. Auserwählte. The Chosen One. Auserwählte, solltest du das hier finden? Es ist zu spät. Außen vorbei. Du kannst nur noch dich und eine leere Welt retten. Oh, natürlich tolle Aussichten. Kann ich hier mittlerweile reingehen? Ja. Ich frage mich ja, wo die Anspielung für mich sein soll. Die war noch nicht, oder? Nein, die kommt erst mit dem Pfeil raus. Okay. Also, das werden die Zuschauer nicht verstehen. Auch?
Ja, ich denke. Sonst klär mich auf, wenn ich so doof bin. Tja. Also, wo wollten wir jetzt nochmal hin? Ne? Zu dem Stein. Ach ja, zum Stein. Wenn ihr euch vorbereitet. Speichern. Welchen Stein? Diesen, wo ich gesagt habe, Skulptur im Kunstraum wahrscheinlich. Ah. Würde ich jetzt mir überhaupt mal denken. Sind wir bereit? Wir müssen. Seid ihr wirklich bereit? Ja, gut. Ich meine. Wir haben wenig Sachen, ja, aber. Wir waren auf jeden Fall in allen Räumen jetzt schon mal drin. Das ist wohl fest. Das meine ich ja nicht. Ja, nee. Ja, den Bonusraum halt, ne? Der könnte da sein, in der Mitte. Hm. Nur wie kommt man da rein? Also das bietet sich halt an, weil da so irgendwie so. Na ja, klar. So, das ist so symmetrisch angeordnet und das ist genau ein Gang. Ja. Nun ja, jedenfalls, bevor ihr zum Final Boss geht, sollte ich euch wenigstens noch ein bisschen was an Items holen. Wollte ich eigentlich ausdrücken mit dem Ganzen. Ach, kaufen, ja. Ach so, ja, okay, klar. Oh ja. Das könnten wir. Ich will ja nicht, dass ihr sterbt. Also ich kann mir da ganzes Geld raushauen, ne? Ja, weiß nicht. Ja. Die Tränke sind aber mit cool. Guck mal, die haben jetzt Tränke. Ja, genau, mit Tränken. Deswegen. Ja, eigentlich Tränke. Sollen wir nur Tränke? Können 1, 2, 3, 4, 5 Tränke und dann könnten wir noch ein paar kleine Klicker-Sachen. Komm mal. So können wir machen. Und dann können wir uns noch. Könnten wir noch ein glänzendes und ein glitzerndes? Ja, komm. Bei den anderen Dingen bringen wir nicht. So, jetzt sind wir pleite. Ja, und dann nochmal sprechen. Ja. Dann nicht mehr vorhandenen Gold kommst du wieder. Nochmal das Fenster vielleicht. Achso. Ich will diesen Bonusraum noch finden. Die Frage ist, kann man den danach noch finden oder wird er vorher? Ja, das Spiel Endboss, das impliziert ja, dass es vorbei ist. Geht erstmal weiter. Ich werde euch den Bonusraum zeigen können. So. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Flucht. Ach, ich geh ins Kampf. Es ist blöd, dass man nicht erst Kampf kriegen muss. Kein Quatsch hier. So, dann sind wir bereit. Nein, also, aber wer wirklich hier lost in school ist, komm, das noch bist mal. Du. Da. Jetzt ist der falsche Stein, den lauf ich aber. Nee. Aha. Ein Raum. Und jetzt, müsst ihr nochmal, warte, noch nicht reingehen. Okay. Jetzt könnt ihr den Bonusraum finden. Erst, wenn ihr. Das hinter dem Banner. Das ist nämlich wirklich fies. Erst wenn, oder vielleicht jetzt auch wenn der Final Boss erreichbar ist, kann der Bonusraum erreicht werden. Okay. Hola. Bitte nicht jeden Tisch ansprechen. Nein, das ist nicht notwendig. Das sind übrigens Hocker. Ja. Da oben glitzert was. Ja. Hast du das Klavier angesprochen? Ja. Okay. Das checken. Bitte. Ja. Okay. Ist das vielleicht die Fee des Diesseits? Genau. Heb dir das zum Schluss auf. Das brennende Dings da. Ja. Das war's dann auch schon. Wir sind am Schluss. Wer bist du? Oh. Emma. Achso, nee. Wir sind Emma. Miss Mr. Oberschlau. Hallo? Wollen wir die angreifen? Ich werde mal gucken, wie die heißt. Terry von Terror. 2000. Erde. Oh, shit. Müssen wir die angreifen? Ich kann auch versuchen zu flüchten, aber wahrscheinlich wird es nicht klappen. Wir sollen ja schlecht zu wissen kriegen, weil wir diese arme angreifen und die dann böse wird, wenn wir die angreifen. Ich meine, ich habe ja gespeichert. Ich kann ja gucken, was passiert ist. Bei beidem. Ich kann erstmal flüchten. Ja, klar, guck. Es klappt. Okay. Ja, weißt du, sagen wir jetzt. Ja, also wann hast du das letzte Mal gespeichert? Da, vorm Stein. Vorm Stein, ja. Ja, okay. Achso. Ich habe jetzt nicht. Hallo. Oh, ja, komm. Wir können ja.
Na, ich mach mal so, weil die 2000 hat. Wein und betteln. Ach nee. Wetten, die gibt schon ganz viel Loot, wenn wir jetzt besiegen. Wetten, wir kriegen gar nichts. Und das ist wie in Undertale. Dass man dann ein schlechtes Gewissen kriegt, weil wir die umgebracht haben. Dafür haben wir gespeichert. Komm. Du bist herzlos. Ich will nicht, was passiert. Ich tu dir nichts. Ja, kannst du das wirklich? Kannst du diese armen Fee angreifen? Wir können das lassen. Aber dann war dieser Bonusraum ja fast schon umsonst. Er hat ja gespeichert. Du machst wir haben gespeichert. Ja. Oh, jetzt tut mir ja auch leid, ich will einfach sehen, was passiert. Vielleicht so nach unter 50% dann einmal. Hey, jetzt geht's wohl. Oh. Ich trau dieser Musik nicht. Das ist so harmlos. Wir sind noch über 50%. Das ist gleich jetzt. Aber sie sagt schon nichts mehr. Ja. Warum bist du hier? Ich hab Angst. Das bei uns beiden. Das heißt, sie hat noch was in der Hinterhand. Dann tötet sie, sagt, wo hast du gespeichert und dann sagt ja, dann. Ich bin eigentlich nur sauber. Das richtige Psycho-Spielchen hier, warum? Ja. Ich bin doch schon tot, warum freut das mich? Oh mein Gott! Diese vielleicht Musik. So One-Hitten. Ich weiß ja, dass wir noch gegen ihn zu kämpfen. Wir müssen es schaffen. Ich bin einfach zu neugierig für sowas. Boah, ich könnte das nicht. Findest du da recht fast? Nein. Ja. Oh ja, nein, Gott. Okay. Nein. Oh ja. Monster. Ich sag doch Undertale. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Friedrich Nietzsche. Das ist gut gemacht. Deutscher Philosoph. Ja. Na gut, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich das Thema. Das heißt, ich kann es einfach beenden und fortsetzen dann wieder. Ja. Gut. Jetzt wissen wir zumindest, was los ist. Ja, ich. Aber in den Bonusraum gehen wir trotzdem nochmal. Vielleicht, wenn wir reingehen und dann nichts machen, vielleicht passiert dann was. Um euch so viel zu spoilern. Nein, okay. Das ist nur für dieses kleine. So. Ich dachte mir, das wäre dann doch ganz nett. Mhm. Wow. Warum? Das ist ja tot. Guck mal, wir sind die Fee. Das ist diesseits oder so. Wir sind lila geworden. Ja. Wie sehe ich denn auf einmal aus? Bin ich etwa die Fee des Diesseits? Das fragt sie sich auch nur, wenn sie das Tagebuch gelesen hat, natürlich. Egal, es wird Zeit, sich der Wurzel allen Übels zu stellen. Ein für alle Mal. Dem Tod. Wetten, ist der Tod? Hier sieht so aus wie der Tod. Ja. Emma. Ich kenne Emma und das verstört mich gerade. Auch deine Zeit ist umgekommen. Fee des Diesseits, du wirst untergehen. Mir, dem Tod. Wer sagt das? Wirst du nicht entkommen. Du kennst die Scheibenwelt nicht, oder? Pratchett? Weil der hat auch den Tod in Großbuchstaben. Das macht halt total passend. Das ist dein Ende, oder? Ich glaube auch. Wie viel... Oh. Okay. Hä? Aber eben? Aber hat er noch irgendwelche anderen... Weil er hat weniger als Terry. Ja, aber Terry hat auch nicht Terry nicht hat gewehrt. Uns aber auch nicht angegriffen, ja. So, wir müssen jetzt eine Strategie entwickeln, damit wir es auch schaffen. Ich weiß ganz gut, aber... So. Fangen wir mit Magie an. Mit was? Mit einem Boost, Boosten. Oder? Ich frag mich halt immer, wie viel das der Boost letztendlich bringt, ob es das bringt. Ja, das bringt schon was. Aber das meine ich ja auch so. Ja, komm. Vor allem doppelt. Einmal oder direkt doppelt? Wenn ihr doppelt habt, dann könnt ihr noch zweimal Voltmeter benutzen. Oh, das ist grob.
grau auf Schwedisch? Wieso stand da grau auf Schwedisch? Ja. Wollen wir das Easter Egg für dich wählen? Im Ernst? Ja. Wollen wir noch einen Angriff boosten und zweimal Voltgewitter oder so machen? Ja, das ist auf jeden Fall viele Items gleich mit. Ich befürchte es auch. Entschuldigung. So. Gut gemacht. Danke, Google-Übersetzer. Ja, ja. Ich wollte Ihnen auch noch einen schwedischen Satz sagen lassen, doch dann habe ich Google-Übersetzer dann nicht mehr vertraut dabei. Vielleicht besser, wer weiß, ob okay. Ich schwedische Zuschauer habe. Apropos, die Emma, die ich kenne, ist auch schwedisch. Oh nein! Deshalb ist es umso lustig. Aber ich würde sagen, wir nutzen jetzt unseren Boost nochmal aus, oder? Ja. Mit nochmal einem Angriff. Ja. Achso, mit dem Sonnenangriff, ja, stimmt. Weil wir halt den Boost haben. Ja. Aber, weißt du, man lernt immer wieder neue Sachen, jeden Tag. Der Tod ist schwedisch. Was? So, ja. Kann aber auch Deutsch reden. Damit wir wieder MP haben. Oder halt nur für nur MP. Wir haben ja nur eine von, ne? Ja, ein Trank. Ich würde. Ich weiß gar nicht, dass die Musik so intens wird. Gleich ist immer wieder, vielleicht der Guck funktioniert gerade, ne? Ja, nur wenn wir über die Hälfte kommen, wird es schwierig. Ja, bis dann müssen wir es aber versuchen. Ja, aber oh, es geht genau vorher, aber können wir nochmal boosten. Das ist gut. Jetzt habe ich einen Schutz gemacht, das heißt, er hat mich jetzt nicht eingelegt. Jetzt macht er keinen Schutz, sonst würde er voll euch angreifen. Ja. Ja, genau. Jetzt können wir nämlich noch bestimmt zweimal oder so angreifen. Und der Bell. Und dann kriegt er wieder sein. Oh, Schutz, Mist. 25. Das ist nicht mehr unschützlich, das ist ohne Schutz. Falls er jetzt keinen Schutz mehr macht. Dann ist, oh ja. 20. Okay. Das heißt übrigens schwarz. Nein. Wäre gut für die Zuschauer. Oh, deswegen hat schön viel Schaden gemacht. Ich glaube, für sowas habe ich gesagt, Tränken, meinte ich das mit den Tränken. Ich glaube, wir müssen erstmal Tränk, ja. Tränk nehmen. Ja. Ein Tränk. Ein Tränk, bitte. Ein Tränk. Oh, was ja. Heißt denn Trank auf Schwedisch? Das ist eine gute Frage. Das lernt man doch in der Uni ganz sicher. Na komm, machen wir noch einen. Oder wollen wir direkt weiter gewittern? Gewitter. Was ist eigentlich hier? Was ist eigentlich hier? Ach, den Angriff, den ich seit dem Kunstraum nicht mehr gebraucht habe. Weil der Kunstraum auch nicht so, so wie ich hier ist. Einmal? Ich glaube, einmal können wir das schaffen. Ja, wir werden es wahrscheinlich bereuen, weil er jetzt eine Mega-Power-Attacke auspackt. Nein. Nee, es war, das ist eine Mega-Power-Attacke. Krank! Ach ja, dann geht er ja. Boah! So sagt es nicht so toll. Wir dachten auch schon mal, wir hätten einen besiegt und dann hat er sich plötzlich selbst gehalten. Was? Ja, ich. Ist leicht zu leicht? Ja, anscheinend. Naja. Vielleicht update ich das Spiel nochmal und mache es schwieriger. Der Schlüssel zur Eingangstür. Oh. Ich kann endlich hier raus. Ja. Auch wenn der Geist in Hörsaal meinte, meine Seele sei die einzig übrige. Es wird Zeit hinauszugehen. Oh. Oh. Huch. Oh Gott, was ist mit da? Schwebt die Schule. Wir können noch fliegen. Ja, und ich glaube, das lässt noch genug Platz für eine Fortsetzung. Boah! Boah, wie fies! Oh, nee. Aber. Betrachtet den wundervollen Abspann. Was ist meistens Laternen Spuk, aber ich habe es natürlich verkackt. Laternen Spuk, das ist so ein süßer Name. Oh, das habe ich. Plugins. Ja, die Engine-Plugins. Konnte ich aber nicht hören, dann Musik, wenn man Game Over geht. Das können wir gleich nochmal machen. Ja. Ich meine, ihr könnt laden und dann sterben. Ihr könnt laden und dann sterben. Und jetzt die ganze Musik. Boah. Außerdem ist der Constancy-Plugin, ich stehe nicht Constancy. wieso fallen mir die Filme nicht aus? Oh, ganz viel Musik, ja. Und es ist erst die von, die nicht von mir ist. Dann gibt es ja auch noch mal 4 Tracks, die von mir sind und einen davon haben wir nicht gehört, weil der zu gut war. Mhm. So viel Level gefahren. Game Over, Puzzle Piano, Smash, Cookies und Terry. Terry. Das war ganz witzig mit der Blockflöte, fand ich. Oh, alles von dir. Turtle, 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 Turtle. Hättest du es gedacht?
Applaus an mich selbst. Schulterklopf. Ich schrift das wundervolle Titelbild. Ich wollte eigentlich geschrieben haben, die wundervolle Schrift des Titelbildes, aber das ist so ein bisschen. Das wundervolle Titelbild. Naja, aber Raven hat es ja schon bewundert. Ach so. Okay. Ich muss ja das. Ich meine, ich hätte das beim ersten machen können, aber da hatte ich das schon geschrieben. Und dann so. Ja. Und hier im Abspann kommt noch ein kleines. Noch eine kleine Sache, die mit dem Bonusraum zusammenhängt. Auch wenn ich nicht drin war. Okay. Im Abspann, wo ist Let's Play Job? Ist das nicht wundervoll? Das war toll. Auch ein Dankeschön. Ja, danke. War ein super Spiel. Ja. Und die Rätsel. Ah, in der Mitte. Ja, er wäre nämlich nicht da, hätte ich ihn getötet. Danke schön. Dann... Genau, schaut bei Twitter vorbei bei Chatty. Bisschen Eigenwerbung für diese Mühe. Darf doch sein. So, bevor wir uns jetzt aber die Musik anhören vom Game Over, wie fandet ihr denn das Spiel so? Wie gesagt, super. Es war wirklich, es waren knifflige Rätsel dabei. Wenn ich Rätsel mache, kann ich nie knifflige Rätsel machen. Dann kommen immer irgendwelche langweiligen Rätsel. Immer so, ja, gehe drei Schritte nach links und ja, da wirst du den Schatz finden oder irgendwie sowas. Ich fand's auch sehr kreativ. Also super, ja. Und auch die ganzen Sachen, man kann immer so viel noch reininterpretieren, was da vielleicht gar nicht ist. Ja. Auch das mit den Uhren zum Beispiel. Die hatten ja gar keine Relevanz, aber wir haben uns die ganze Zeit an den Uhren aufgehängt. Die Steintafel hatte auch gar keine Relevanz. Ja, wir dachten die ganze Zeit, oh Gott, die Uhren. Oh. Und diese Steintafel war wirklich reine Irreführung. Ja. Und ich fand den Bonusraum auch super. Wie verlieren wir den jetzt eigentlich? Einfach nur angreifen. Das sollte. Ja, der greift uns auch immer an. Smart sollte dann wirklich den Rest geben. Das ist dein Ende. Ich glaube, der macht ja mal einen Rutscher. Wenn wir das noch einmal gesehen haben, dann ist das Let's Play komplett. Ich weiß gar nicht, dass das wie O ausgesprochen wird. Nicht ganz eigentlich, aber fast. Greift er sich an? Der macht immer nur Schutz. Der soll mal angreifen. Ich glaube, wenn wir nur angreifen, schützt er sich. Das ist immer noch. Dann, glaube ich, sollten wir jetzt einfach mal in seine zweite Phase bringen. Die übrigens nicht aktiviert wird bei unter 50% der HP, sondern erst bei unter 40% der HP. Oh. Mal eben die Musik zeigen. Ja, er reicht sich jetzt. Wenn sie eins spielen können, dann können wir den Game Over Screen ja nicht sehen. Ja. Ich habe doch den Eingriffsboost. Das sind gerade. Ja, greift jetzt auch mittlerweile immer noch an. Das ist gut. Sag sowas nicht, sehen wir sonst. Sag dir, wenn wir ihn gleich immer noch besiegen, ey. Das nochmal. Dann muss ich wirklich was ändern. Weil so einfach hat das. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel überhaupt veröffentlicht werde. Irgendwo. Wenn ja, wo? Wo werde ich das? Das macht gar nichts mehr. Das ist nicht sein Ernst. Ah, ja. Jetzt. Mensch, tot. Mensch, tot, mach uns tot. Hol uns zu dir. Hol uns zu dir. Das ist doch lächerlich. Wir treffen nicht mehr. Da wollen wir einmal hier nicht verlieren. Was machst du? Ja, wirklich. Ich hätte mal einen Angriff gewinnen können. Siehst du mal. Ist mir auch neu, aber es ist ja nicht der schnellste Weg, um das zu spielen. Das ist wie ein Pokémon, der allererste Kampf. Tackle, tackle, tackle. Haha, du hast Heuler eingesetzt. Verloren. Ja. Wobei, das auch manchmal dem Rivalen dann so. Ah, jetzt kommt er seine Fahne. So, sofort schon. Music Box. Lang genug im Game Over Stream bleibt, dann hört man das überhaupt. Wenn man nicht direkt bei den ersten Tönen, die noch normal klingen, ja, die Musik kommt nicht wieder.
Na gut, dann. Na gut. Würde ich sagen, das war's mit dem Let's Play von Ghosts Lost in School. Wir hoffen, es hat euch gefallen und von uns vielleicht bald irgendwann wieder auf ein neues Spiel von TOTP. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.